Lieber Kollege, liebe Kollegin, selbstverständlich können Sie hier im Plenum mitteilen und Dinge anführen und auch Abstimmungsverhalten, Wortbeiträge aus den Ausschüssen meiner Kolleginnen und Kollegen hier noch einmal öffentlich machen. Worüber ich gesprochen habe, ist, dass Sie, glaube ich, keine meiner Kolleginnen und Kollegen absprechen können, dass Sie das, was Sie in der Öffentlichkeit sagen, auch tatsächlich in Ihrer parlamentarischen Arbeit umsetzen. Und das ist gerade in zwei Wortbeiträgen gemacht worden. Ich bin in den Arbeitsgruppen dabei und ich bin auch im Ausschuss dabei, dass sowohl die Kollegen, die Sie genannt haben, mit Nachdruck für die Anliegen der Bürger hier in Berlin sehr vehement und nachhaltig darauf aufmerksam gemacht haben. Und was parlamentarischer Brauch ist, dass wenn man nicht die Mehrheit hat, dann kann man entweder dagegen stimmen, sich enthalten oder Sie kennen die Gepflogenheiten im Haushaltsausschuss, dass man möglichst, egal wie man im Plenum abstimmt, dass man möglichst dort auch gemeinsam mitstimmt. Und das ist das Unfaire, dass Sie jetzt versuchen, die Öffentlichkeit, hier in der Öffentlichkeit, meinen Kollegen oder meine Kollegin darzustellen, als würden Sie das, was Sie in der Öffentlichkeit sagen, in parlamentarischen Arbeit nicht umsetzen. Und das stimmt in dieser Form so nicht. So, vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Alois Reiner, CDU.